Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit nicht wirklich einer Reaktion. Also, ich habe hier schon ein Video von einem anderen Kerl, Poke Trainer Club. Und zwar redet er über 10 Features, die er gerne im Spiel hätte oder sehen würde. Dachte ich mir, können wir uns seine 10 Features anschauen und unsere Meinung abgeben und dann auch noch unsere Features erwähnen oder darüber reden, welche ich gerne im Spiel sehen würde. Das Video dauert 24 Minuten, dementsprechend keine wirkliche Reaction, sondern ich gehe einfach nur direkt auf die Punkte ein. Erster Punkt von ihm. Rate-System, und zwar Countdown-Timer. Darüber haben schon viele geredet. Man sollte einfach, wenn man bereit ist, in den Raid zu gehen, auf Ready oder sowas drücken können und dann startet der Raid. Vor allem bei einer privaten Lobby. Bei einer offenen, okay, da können immer noch Leute reinkommen. Randoms, Spoofer, dies, das. Aber wenn man eine private Lobby aufgemacht hat, und da kann man ja zum Beispiel, wenn man alleine ist, einfach eine private Lobby aufmachen oder in einer Raid-Gruppe, da sollte man einfach auf Ready drücken können und das würde so viel Zeit sparen. Das glaubt man nicht, das hat irgendjemand mal hochgerechnet, das ist echt krass. Finde ich, ist eine gute Idee, sollte auch auf jeden Fall kommen und ich meine, eigentlich schadet es ja auch nicht. Je weniger Zeit wir mit Warten verschwenden müssen, desto mehr können wir raiden, desto mehr Pässe kaufen wir, desto mehr Umsatz macht Niantic. Also eigentlich, von Niantics Seite aus, sollte das doch sehr hohe Priorität haben. Mehr Geld sollte man eigentlich direkt durchführen. Also das denke ich mir halt, also keine Ahnung, wieso Niantic das noch nicht durchgeführt hat. Vielleicht gibt es irgendwelche technischen Schwierigkeiten, aber kann ich mir nicht vorstellen. Gerne zu jedem Punkt eure Meinung und in die Kommentare. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Dann hat er ja noch so eine verrückte Idee, ich möchte die gar nicht ansprechen, aber können wir ganz kurz. Und zwar ist es so ein Raid Pass, der keinen Platz einnimmt, also er will weniger Plätze verschwenden im Beutel. Weil ich habe jetzt zum Beispiel die Weihnachtsbox gekauft und 250 Raid Pässe, die natürlich auch Platz brauchen. Und er will halt, dass es keinen Platz verbraucht, weil wir ja Geld dafür ausgeben. Und wenn es Platz verbraucht, schreckt es uns ja sozusagen ab, viel zu kaufen. Weil wir das, den Platz noch brauchen für Bälle, Bären und dies, das. Und an sich hat er schon recht. Da würden aber manche, zum Beispiel jetzt bei der Weihnachtsbox, einfach tausende Raids bunkern. Und das wäre dann natürlich auch wieder kontraproduktiv für Niantic. Weil Niantic will ja auch schlechte Boxen verkaufen. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch gut, weil Leute dann vielleicht doch mehr kaufen würden. Weil die meinen, okay, Platz wird nicht abgezogen, also kann ich eigentlich so viel kaufen, wie ich möchte. Keine Ahnung. Aber dann hat er noch diese verrückte Idee, dass es einen Pass gibt, der sozusagen halt nur einen Platz verbraucht, weil es halt ein Pass nur ist. Aber diesen Pass kann man zum Beispiel den ganzen Tag verwenden. Das ist ein Tagespass. Und dann kannst du einfach den ganzen Tag raiden, so oft du willst. Weiß ich nicht. Wir sind schon beim dritten Punkt. Ich sehe es gerade. Also das mit diesen Plätzen und den Raid-Pässen und diesem Tages-Raid-Pass war Punkt 2. Punkt 2 fühle ich überhaupt nicht. Punkt 1 auf jeden Fall. Mit dem Skippen vom Timer auf jeden Fall. Punkt 2 mit den Raid-Pässen und dem Platz und Beuteln und dies, das fühle ich überhaupt nicht den Punkt. 3, Raid-Map. Also wir haben eine Raid-Map offensichtlich, aber die ist natürlich nicht von Niantic und dementsprechend nicht geduldet, nicht legal. Wäre auf jeden Fall sehr praktisch, aber um ehrlich zu sein, muss nicht unbedingt sein. Und um ehrlich zu sein, die Raid-Map verwende ich jetzt nicht wirklich oft. Eigentlich gar nicht. Selbst Raid-Touren, man macht ja eigentlich kaum noch Raid-Touren. Also klar, es gibt immer noch Leute, aber ja, und ich weiß, klar, es kann immer noch hilfreich sein, aber in den meisten Fällen gibt es irgendwelche Raid-Gruppen, da fragt man halt nach, falls man den Raid nicht sieht, hey, gibt es in der Gegend noch irgendwo einen Raid? Und wie gesagt, Raid-Touren gibt es nicht wirklich, da ist man eigentlich immer zur Raid-Stunde unterwegs und da ist eh alles voll mit Raids, keine Ahnung. Ich meine, kann man schon umsetzen, so wie der Rocket-Radar, könnte man einfach dann mal auf Raids gehen und dann sieht man in der Umgebung so ein paar hundert Meter, vielleicht einen Kilometer weit, wo es alles Raids gibt, einfach genau wie der Rocket-Radar. Kann man umsetzen, würde ich nicht jetzt so als hohe Priorität einstufen. Vierter Punkt von ihm. X-Rates. Zeit selber auswählen für X-Rates. Ja, X-Rates haben eine schlechte Zeit. Unter der Woche das mit dem Rotationssystem. Immer einen Tag später. Gefällt vielen Leuten nicht. Könnte Niantic mal überdenken. Die Zeiten sind auf jeden Fall sehr, sehr oft schlecht. Vor allem Montag bis Freitag offensichtlich. Hin und wieder mal 18, 18.30 Uhr. Das sind gute Zeiten, aber nicht, auch nicht für jeden. Und auch, ja, Samstag, Sonntag gibt es Zeiten, die nicht für jeden gut sind. Ich finde, Niantic sollte da allgemein irgendwas dran ändern. Einen besseren Vorschlag hätte ich jetzt auch nicht. Jeden Tag, also jede Woche immer denselben. Also jeden Samstag zum Beispiel. Oder jeden Sonntag und dann jeden Montag oder so kommt die Einladung oder sowas. Wäre auf Dauer natürlich auch langweilig. Was der Typ jetzt vorgeschlagen hat, ist, man kann auswählen zwischen verschiedenen Zeitzonen, Terminen und sich da einfach eintragen. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren kann. Viel zu viel Chaos und dann werden wahrscheinlich tatsächlich Leute irgendwo auftauchen und es sind nicht genug Leute da, weil sich nicht genug Leute eingetragen haben. Wie ist das? Und so kann es halt echt nicht passieren, weil es gibt nur einen Termin. Entweder bist du da oder nicht. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ein X-Raid nicht zustande gekommen ist. Aber so
durch seine Idee könnte das auf jeden Fall passieren. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil sein sechster Punkt ist eigentlich genau dasselbe mit den X-Rays. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber Punkt Nummer 5 ist TMs. Ihn langweilt, dass die TMs zufällig sind. Ist mir jetzt so nicht aufgefallen, dass es mich irgendwie stört. Ich habe auch immer viele TMs. Ich raide ja relativ viel. Und dadurch habe ich eigentlich immer sehr, sehr viele TMs über. Und ich passe die Attacke auch gar nicht so oft an. Vor allem, ich habe von jedem Pokémon meistens eigentlich nur einen. Manchmal habe ich natürlich mehr gehabt. Aber für PvP-Leute ist es natürlich sehr, sehr schlimm. Ich habe schon von vielen gehört, die immer TM-Mangel haben. Können auf jeden Fall schon mal 20 bis 30 TMs verschwendet werden, bis man die richtige Attacke bekommt. Vorschlag von ihm, das ist halt einfach eins nach dem anderen geht, also Attacke A, falls man die dann TM, dann kommt B, dann kommt C und so weiter und dann nach einem gewissen Muster hat man auf jeden Fall garantiert maximal 3-4 Versuche, dann hat man garantiert die Attacke, die man haben will, anstatt Random, weil bei Random kannst du ja die neue Attacke bekommen, dann wieder die alte und dann wieder die und dann wieder die, aber die dritte Attacke bekommst du halt nie, es wechselt immer zwischen den zwei und so kann man es garantieren oder man wählt halt direkt aus, wie gesagt. Benutze ich jetzt nicht so oft, habe ich keine starke Meinung bezüglich TMs. Anderer Vorschlag ist eine goldene TM für Legacy-Attacken. Legacy-Attacken-TMs, das wurde schon oft vorgeschlagen. Kann ich mir gut vorstellen. Würde auch natürlich eine Menge Leute freuen. Aber Niantic bringt die Attacken eigentlich auch so wieder. Oder die machen was Besonderes aus dieser Attacke. Wie zum Beispiel jetzt mit Lapras. Hat ja Legacy-Attacken. Und selbst mit den Legacy-Attacken ist Lapras jetzt nicht so beliebt als Wochendurchbruch. Aber wenn es goldene TMs geben würde, dann wären Legacy-Attacken halt gar nichts mehr Besonderes. Und die können halt sowas dann nicht mehr machen. Das wäre dann, glaube ich, schon ein eigener Schuss ins Bein für Niantic. Das heißt, wir sind jetzt bei Punkt Nummer 6. Gyms, Arenen. Und das ist das Arena-System. Ein Vorschlag von ihm. Nach 12 Stunden kann man sein Pokémon zurückrufen. Ja, verstehe ich. Es gibt viele Leute, die haben irgendwo mal ihr Pokémon geparkt. Und Arena ist auf Gold. Und das Pokémon ist immer noch nicht zurück. Hätten sie ihn gerne wieder. Macht doch Sinn. Oder man steckt sein Pokémon irgendwo rein. Die Arena ist schon Gold. Das heißt, man will nicht länger als die 8 Stunden drinbleiben für die Goldmünzen zurückrufen. Ich habe jetzt auch eine Arena. Die ist auf Gold. Ich will mein Pokémon zurück, damit ich eine andere Arena auf Gold machen kann. Aber was soll ich machen? Das ist bei der Studentenstadt U6, der Tennisclub, glaube ich. Neben der Beach Arena. Kick mich da bitte. Habe ich jetzt auf Gold und mein Pokémon sitzt da schon 3-4 Tage länger da, als es eigentlich müsste. Punkt Nummer 2 von Punkt Nummer 6, also 6.2. Legendäre Pokémon in Arenen stecken. Das wollen auch viele, vor allem für defensive Legendäre, wie die ganzen Regis oder so. Das macht halt keinen Sinn, die zu haben. Und das würde auch einen Anreiz geben, ein paar von denen schlechten Legendären zu raiden, weil die sind halt defensiv besser, man könnte sie in Arenen stecken und so. So eine Art Arena-Leiter und der Arena-Leiter, der darf das Legendäre reinstecken. Ein Legendäres pro Arena und nur vom Arena-Leiter. Fände ich nicht schlecht. Allgemein das Arena-System kann man überarbeiten. Trainieren, finde ich, sollte zurückkommen. Ich finde es auch wichtig, dass man den Spot sich erarbeiten muss. Jetzt, wenn eine Arena frei ist, jeder Platz, man kann sich reinstellen, ohne irgendwas zu machen. Früher war es so, die ersten 3 Plätze waren frei. Und dann musste man die Arena hoch pushen, hoch trainieren, damit man einen Platz bekommt. Und dann konnte man entscheiden, will man die Arena noch weiter hoch pushen für den nächsten, damit der sich auch einsetzen kann und dann die Arena direkt stärker wird. Oder ist man egoistisch und macht das nicht und geht das Risiko ein, dass die Arena schnell wieder umgehauen wird. Also da gab es viele Aspekte, wo man drüber nachdenken musste und das hatte mehr Anreiz für mich, mehr Tiefe. Fände ich echt nicht schlecht, auch dass man jetzt zum Beispiel dann wieder trainieren kann, um die Arena zu verteidigen. Jemand greift an und früher konnte man dagegen pushen, indem man sie wieder hochtrainiert hat. Jetzt kann man halt nur füttern. Aber ich fände es nicht schlecht, wenn man füttern kann, kann man beibehalten und hochtrainieren kann. Beides. Wieso nicht? Medaillen für wie viele Arenen man besucht hat und Goldarenen hätte er gerne. Fände ich auch nicht schlecht, Goldarenen auf jeden Fall. Das mit der besucht, hatte ich mir so gar nicht überlegt, weil man kann nur 1000 maximal besucht haben. Mehr wird einem gar nicht angezeigt. Die anderen werden wieder gelöscht, selbst wenn es Goldarenen sind. Deswegen fände ich nicht schlecht, wäre echt interessant. Einfach nur drehen und dann die Medaille erhöhen. Das würde auch wahrscheinlich eine Menge Sammler interessieren. Und letzter Punkt, mehr Münzen. Aber macht ja keinen Sinn für Niantic. Klar, mit 100 Münzen, das wäre interessant. Das gibt mehr Anreiz für die Leute, Arenen zu machen. Aber dadurch macht halt Niantic weniger Geld. Punkt Nummer 7. Geschenke. Sortieren nach, wer braucht ein Geschenk. Das auf jeden Fall. Das muss kommen. Das ist so nervig. Du klickst jeden an. Braucht er noch ein Geschenk? Schickst du ja, nein. Jeden muss man einzeln durchgehen, außer man hat sich's ungefähr gemerkt. Echt schlimm. Massen verschicken, einfach 10 Leute auswählen oder mehr Geld und dann auf Geschenke verschicken drücken. Klingt natürlich ganz gut, aber die Sache ist ja, du willst ja verschiedenen Leuten manchmal das richtige Geschenk geben. Also es geht ja um diesen Souvenirfaktor und wow, dieses Geschenk, oh, coole Sachen und so. Und dieses Massenproduktion ist, glaube ich, nicht das, was Niantic will. Die wollen coole Erlebnisse und dieses mit dem Point of Interest. Und wenn man das ignoriert und einfach auf Masse Geschenke verteilt, ist halt gegen das, was Niantic so vorhat, glaube ich. Also das kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Geschenke von anderen Regionen
haben die Chance auf regionale. Das finde ich ganz cool, weil sonst hat man halt nie Chancen drauf, außer es kommt irgendein Event. Und es gibt auch einen Anreiz, Leute aus der ganzen Welt zu retten. Und das will ja Niantic eigentlich, dass wir uns überall connecten und neue Freundschaften schließen von überall. Das finde ich ist ein guter Punkt. Ein Zähler, ein Counter, der zählt, wie viele Geschenke du schon geöffnet hast. Finde ich auch sehr wichtig. Man kann nur 20 Geschenke am Tag öffnen. Und wenn man nicht irgendwie mitzählt, dann weiß man nicht, wie viele Geschenke man noch öffnen kann. Und dann öffnest du manchmal zu viele. Und dann siehst du, ah, von dem hätte ich eigentlich noch öffnen müssen, aber Mist, ich habe das Limit schon erreicht. Und, boah, die Idee finde ich auch ganz witzig. Peaks a Poke, das gab's auf Facebook früher mal. Da wurde man ständig angestupst. Stupst einen Freund an, damit er als Erinnerung, um ein Geschenk wieder zu öffnen. Das finde ich ist echt eine clevere Idee. Vor allem, man kann sich nicht verständigen mit den Leuten, also kein Chat und so. Sehr witzig, gefällt mir sehr. Ich glaube, wir sind bei Punkt Nummer 8. Tauschen. Auch hier, Massentauschen. Ich glaube, dieses Massending, das gefällt mir eigentlich nicht. Die wollen spezielle Erinnerungen und sowas. Und wenn man da auf Masse einfach, da gibt es nicht dieses besondere Highlight-Erlebnis, was Niantic haben will. Und muss ich Niantic recht geben? Dieses ein Pokémon tauschen und dann schauen, boah. Und dann checkst du die HV und boah, 100%. Anstatt auf Masse einfach 50 zu tauschen und dann gehst du später durch, boah, ja, das sind 100er geworden. Sehe ich nicht kommen, dieses auf Masse Geschenke öffnen, auf Masse tauschen. Auch das mit dem Pushen wahrscheinlich. Wird vielleicht später noch angesprochen. Direkt auf 40. Ich denke, dieses einzelne Push und dann mit dem Pokémon sich so annähern und verbinden und boah, gemeinsam werden wir stärker und so ein Schmarrn. Das will Niantic. Aber 7.2 sozusagen, auf Entfernung tauschen mit besten Freunden, Lucky Freunden. Vielleicht nicht unbedingt beste Freunde, weil man hat viele beste Freunde und es geht relativ leicht. Aber zumindest mit Lucky Freunden. Ich habe letztens ein Video hochgeladen, das war sogar gestern. Ein Kollege ist extra aus Schweinfurt hergefahren für einen Glückstausch. Das ist schon ordentlich. Und auch da würde man wieder den Punkt unterstreichen, dass man mehr Freundschaften schließt mit Leuten von weiter weg und neue Freundschaften und dies, das große, die große weite Welt und sowas. Und das will Niantic ja eigentlich. Andere Städte, Freunde aus anderen Städten, aus anderen Ländern. Wieso nicht? Klar, man kann es irgendwie ausnutzen, eBay-Sachen kaufen und dann anfreunden und dann auf Entfernung tauschen und so, aber ganz ehrlich, ist doch egal. Dann sollen halt ein paar Leute irgendwas auf eBay verkaufen. Dann noch eine verrückte Idee, die Mindest-IV auf 13, 13, 13 zu erhöhen, anstatt 12, 12, 12. 12, 12, 12 ist, seien wir ehrlich, schlecht. Ja, das stimmt schon. Auch wenn es garantiert dann mindestens 12 ist und wahrscheinlich ein bisschen besser, aber selbst 12, 12, 12 oder so ist halt echt schlecht. Und für einen Lucky-Tausch ist schon ärgerlich, kann ich verstehen. Der eine Trick funktioniert eh nicht mehr mit dem Krypto und dann danach pushen, was halt, was dann mit 13, 13, 13 natürlich ein garantierten 100er wäre, weil plus 2, plus 2, plus 2. Da das nicht mehr funktioniert, wieso nicht? Auch 13, 13, 13 ist nicht wirklich Bombe, also. Die Chance auf einen 100er würden dadurch natürlich steigen und das wäre natürlich saftig, aber hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Jetzt kommt, glaube ich, Punkt Nummer 9, Thema Pokémon. IV hochpushen, hochtrainieren. Ich bin großer Fan davon, von der Idee. Es gibt ja in den normalen Spielen Kronkorken und sowas, IV hochpushen. Ich habe viele Meinungen dazu bekommen. Hatte ich schon mal irgendwo irgendwann angesprochen und da meinten die ganzen Map-User, boah, Hong, das kannst du doch nicht unterstützen. Was dann mit den ganzen 100ern, die wir gejagt haben, das war dann völlig umsonst oder was? Nee, natürlich nicht, weil im Grunde genommen würden wir uns dann zum Beispiel Sternstaub sparen. Sagen wir einen Push, ein IV-Push, kostet 100.000 Sternstaub, wieso nicht, weil zweite Ladeattacke kostet ja auch so viel. Und 100 Bonbons. Mach das mal jetzt für so und so viele Pokémon. Das haut schon rein. Und wenn jeder von uns jetzt die 100er gejagt hat, den Staub sparen wir uns. Das ist derselbe Unterschied, ob du jetzt ein Level 1 Pokémon fängst oder ein Level 35. Wir haben uns eine Menge Staub gespart. Und der Vergleich dann zwischen dem 100er, den wir gejagt haben, und dem 98er ist 100.000 Staub gespart. 96er 200.000 Staub gespart. Also meine Idee, IV pushen, aber es kostet 100.000 Sternstaub und 100 Bonbons. Dadurch kann man halt nicht auf Masse einfach jeden Müll hochpushen, aber hier und da schon mal auf jeden Fall einen 98er auf einen 100er aufwerten. Fände ich ein fairer Preis. Und dann natürlich noch irgendeine Aufgabe dazu, also nicht einfach nur hochpushen, sondern irgendwie kämpfen, dann wird ATK erhöht und dann die Kosten irgendwie verteidigen, Arena-Stunden oder so in der Arena setzen und irgendwie laufen oder so für KP, was weiß ich. Irgendeine Art Shiny-Stein, um die Shiny-Chance zu erhöhen. Es gibt den Schillerpin, wieso nicht? Ich bin dafür, es gibt viele, die jagen Shinies, es gibt viele, die jagen vergeblich Shinies. Shiny-Chance erhöhen, fände ich nicht schlecht. Ich finde, habe ich auch schon oft gesagt, Shinies müssen nicht unbedingt so mega krass selten sein. Ich finde auch die Chance von 1 zu 450 bei normalen, ohne irgendwelchen Boosts, viel zu hoch. Selbst wenn sie geboostet sind, kriegen viele Leute die nicht. Also ihr kennt das Thema, habe ich auch schon oft angesprochen und ich wurde so oft missverstanden. Wenn ich sage, etwas muss nicht selten sein,
heißt es nicht automatisch gleich, dass ich sage, etwas muss sehr, sehr häufig sein. Es gibt ja auch noch Sachen dazwischen. Und wie zum Beispiel die Jagd auf Shiny Sichlor. Shiny Sichlor war erhöht und dennoch musste ich mich abgackern, um den zu bekommen. Shiny Onix war auch erhöht und dennoch musste ich mich abgackern, um den zu bekommen. Deswegen sage ich ja, die Chancen kann man locker erhöhen, ist kein Problem. Und trotzdem muss man sich noch ins Zeug legen. Und viele tun dann immer so, als würde ich sagen, ja, erstes Anklicken und direkt Shiny, das will ich haben. Nee, wenn ich sage, etwas soll erhöht werden, heißt ja nicht direkt, boah, ich will alles geschenkt haben. Sichlor und so, Onix war okay. Hab mich abgegackert, aber ich habe den dafür auch bekommen. Andere Pokémon, man gackert sich ab und man bekommt sie nicht, weil die Chance einfach zu hoch ist. Und mit dem Schillerpin dann die Chance ein bisschen zu erhöhen, fände ich auf jeden Fall gut. Heißt ja nicht, dass man die Shinies dann geschenkt bekommt, man muss sich immer noch abgackern. Und das finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Letzter Punkt, Punkt Nummer 10, die random Sachen. Unter anderem ein Counter, ein Zähler für deinen Stack, für deinen Stapel. Ihr wisst ja, der Stapel kann maximal 100 Quests sammeln. Und man weiß halt nie, wann man mehr hat. Weil alles, was drüber geht, die verliert man dann. Oder man verliert dann die ersten und die werden sozusagen rausgedrängt aus dem Stapel. Und sind dann weg. Lost sind die dann. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Die Sache ist halt, ich glaube, das mit dem Stack war unabsichtlich von Niantic. Das war so nicht geplant und dann hat sich herausgestellt, oh, man kann die sammeln. Und dementsprechend gibt es keinen Counter dafür. Ein Postkartenalbum fände ich auch cool. Weil, wozu hat man dann die ganzen Postkarten und coolen Geschenke? Weil irgendwann muss man die aufmachen und dann sind sie halt weg. Also was hat's gebracht? Souvenir aus dem Urlaub? Schickst du irgendeinen Kollegen? Was soll er jetzt machen? Soll er nie wieder das Geschenk aufmachen oder was? Also irgendwie, die zu sammeln muss schon kommen. Die anderen Punkte finde ich jetzt nicht so gut. Müssen wir nicht unbedingt durchgehen. Ja, all diese Sachen können auf jeden Fall in Pokémon Go kommen. Und würden meiner Meinung nach das Spiel auf jeden Fall verbessern. Wie gesagt, schreibt zu jedem Punkt eure Meinung unten in die Kommentare. Und falls ihr noch andere Ideen habt, könnt ihr die auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.